Marsch der Neuling-Toads. Es sollten heute ein paar neue Toads in meine Dienste treten. Aber es ist noch keiner von ihnen angekommen. Vielleicht haben sie sich irgendwo verlaufen. Könntest du alle 10 wohlbehalten zu mir bringen? Was zur Hölle? Vielleicht haben die auch einfach keinen Bock, ihr zu dienen? Schon mal daran gedacht? Wäre jetzt nicht so unüblich, oder? Aber da sind sie ja alle. Was macht ihr hier? Gruppenkuscheln oder schaut ihr gerade einen Film? Wobei, ein Film in der Wüste? Jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein scheiß Level ist. Boah, das triggert ja mal mega, ne? Weil du musst ja bedenken, keiner von denen darf getroffen werden. Alter, nein. Am besten alles killen, was geht. Was? Hier geblieben. Wenn sie doch getroffen werden, dann schnell reagieren. Oh, Junge. Nein! Das hat so ein bisschen was von Yoshi's Island. Nur, dass es mir noch ein bisschen mehr auf den Zeiger geht gerade. Wer braucht denn den Pilz? Niemand. Oh, ich wollte die Piranha eigentlich gerade weglocken. Das hat nicht so ganz funktioniert! Ja, klasse. Jetzt haben wir die Scheiße am Dampfen. Ja, lol. Richtige Belastung gerade. Okay, ich hab's aber wenigstens alle wieder. Nein, hab ich nicht! Da stehst du! Nein! WTF! Was mache ich denn jetzt? Es ist gerade alles am Eskalieren. Wenn du einmal mit den... Ja, toll! Ich habe doch jetzt keine Möglichkeit mehr, das wieder zu richten. Ich habe keine Möglichkeit mehr. Weil ich darf nicht nach oben springen. Wenn ich nach oben springe, sterben wieder welche. Es ist halt lächerlich. Es ist halt hart lächerlich, Alter. BTF. Jetzt sterben die wirklich durch den Goomba. Ernsthaft? Meine Fresse. Dabei habe ich doch sogar alle umgebracht. Wir waren gerade wieder am Anfang des Levels, ne? Nee, aber wir ziehen durch, bis die Zeit um ist. Ich muss mir nur für hier was überlegen. Ah, wobei... Ja, was man ja lernen soll in dem Level ist, du bist hier sicher. Keine Ahnung, warum ich diesen Rat erst jetzt befolge. Da durchzurennen ist halt das Dümmste, was du tun kannst. Ja, ich muss halt immer so ein bisschen auf den Sack kriegen, bevor ich was checke. Aber jetzt habe ich es begriffen. Schneller. Ah, okay. Ja, hätte ich schneller sehen können, aber dadurch hatten wir wenigstens diese lustige Zurückverfolgung. Bis zum Start. Fand ich ganz lustig. Peach Perücke. Was ist das dritte? Ihre Schuhe, ihr Slip? Was denn? Konnte man den Mario 3D World auch bekommen? Mario RPG. Sehe ich richtig, das war's? Kein Auftrag mehr? Wir kriegen aber auch keine Nachricht so von wegen, boah, krass, du hast alle Level geschafft. Bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, wir haben noch keine 1000 Münzen. Das heißt, ich muss tatsächlich Geld farmen. Yay. Hier, nimm. Die Antwort wollte ich hören. Vielen Dank, ey. Alles klar, dann mach ich mal weiter. Eine geheime Ranke. Mit Luigi, wenn ich richtig sehe. Baumeister Mario? Fragezeichen. Fertig. Tada, fertig! Hier war noch etwas Platz. Da habe ich auch noch Luigi hinzugefügt. Schon ein bisschen traurig, oder? Luigi hat quasi gar keine Präsenz in diesem Spiel. Zumindest nicht in der Story. Unglaublich. Es ist jetzt alles fertig. Wir sind ein tolles Team, du und ich. Mehr habe ich nicht zu bieten. Aber du kannst ja einfach meine bisherigen Werke noch ein bisschen bewundern. Was? Ein neuer Auftrag? Tatsächlich.
Es gibt doch noch einen dritten Peach-Auftrag, der erst jetzt freigeschaltet wird. Super Mario Bros. Welt 1-1? Fragezeichen? Was ist denn da los? Der Weg, den wir immer nehmen, ist plötzlich voller Gegner. Was hat Bowser da wieder ausgeheckt? Ich bitte dich, bahne dir einen Weg durch diese Schurken. What's going on here? Nintendo wird doch jetzt bitte nicht als allerletztes Level ein Gegnergespamme raushauen. Oh, warte. Nicht unbedingt. Sie haben einfach Mario Bros. Welt 1-1 in Hardcore designt. Ach, geil. Wobei, schauen wir mal, ob es wirklich so Hardcore ist. Ja gut, da habe ich mich dumm angestellt, wieder einmal, ne? Man kennt ihn. Dabei kann ich noch Geld gebrauchen. Für den Witzehund. Oh oh. Selbst der Bonusraum gefällt mir so gar nicht. Gab auch keinen Applaus oder so, sondern eher ein Buh. Und natürlich ein... Warum? Warum? Du willst mich doch verarschen. Ganz ernst. Als ob. Gehst du aber trotzdem mal überall rein, weil ich brauche ja die Coins. Oh, das war der falsche Eingang. Trigger! So, man merkte, da kommt eine Piranha-Pflanze raus. Ich glaube, ich sollte wirklich nach jedem Meter mit einem Gegner rechnen. Weil die wollen einen hier schon nochmal zum Weinen bringen. Aber das lasse ich nicht mit mir machen. Zeig dir jetzt mal, wie man Welt 1-1 spielt. Oh, die haben das aber schon ordentlich umdesignt. Was geht? Das ist mit dem Original jetzt nicht mehr so ganz zu vergleichen. Kommt mal klar. Gibt natürlich auch keinen Checkpoint, ne? Bam, dich bringe ich um. Vielleicht gibt es hier zumindest einen Pilz. Gib die Hoffnung nicht auf. Nein, dafür aber eine Wunderkerze. Yay. Da freue ich mich doch. Nicht. Was kommt das für ein Scheiß? Ja, genau. Muss ich das mit Anlauf machen? Ich hasse. Was soll denn das? Oh yeah. Alter. Okay, wir lassen mal die ganzen Münzen weg und versuchen durchzuziehen. Aber diese Stelle mit dem Trampolin, bringt bei mir so krass die Galle hoch. Ach, und hier wäre sogar ein Pilz, ja? Na, dann geht mal her. Ey! Komm her! Ja, ist ja egal. Wenn ich sterbe, dann sowieso wieder beim Trampolin. Wobei ich denen auch zutraue, dass sie direkt danach ein paar Hammerbrüder spammen. Also tatsächlich, du musst alles in einem Rutsch machen. So, und jetzt kommt hier ein Boss. Oh, natürlich, Bowser. Ohne Pilz, oder was? Lol.
Ja, wobei, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ah, haben sie dran gedacht, ja? Ist ja klasse. Ich hatte die Hoffnung, dass hier doch noch irgendwo ein Pilz ist, aber vergiss es. Was ist denn das für ein Bowser? Der ist ja komplett gestört. Nimm das, Miyamoto. Bruder. What? Peach's Tennisdress? Oh! Hey, Mario hat alle Aufträge erfüllt. Und dafür bekommen wir den Speicherbordhut. Sowie den Speicherbordanzug. Yes! Mario, du hast alle Aufträge aus eigener Kraft geschafft. Ich bin baff. Nein, wirklich baff. Du kannst bereits erfüllte Aufträge jederzeit nochmal angehen. Also wenn du Bock hast, so, ne? Hätte er eigentlich was anderes gesagt, wenn wir jetzt mal Luigis Hilfe in Anspruch genommen hätten? Ich glaube, ja. Und fertig sind wir noch nicht. Ich brauche noch jede Menge Geld, um die tollen Witze des Rückgängighundes genießen zu dürfen. Also farmen wir Coins. Gut. 900 Münzen sollten reichen. Ich habe mal in den Kommentaren gelesen, der Rückgängighund hat 10 Witze auf Lager. 2 haben wir uns schon gegeben. Einmal ein Witz basierend auf Röhrenfernseher und der andere auf Kugelwillinet. Tatsächlich fanden einige von euch Kugelwillinet sogar einigermaßen lustig. Ich muss sagen, wenn ich mich von einem der beiden hab leicht zum Schmunzeln bringen lassen, dann doch eher der mit dem Röhrenfernseher. Mal sehen, was er noch so parat hat. Wuff, wuff. Danke, Mann. Der Superstern ist ja nett. Aber meinst du, es gibt auch einen Dieselstern? Ich habe kurz 2 Sekunden gebraucht, aber ja, wegen Superbenzin und Diesel. Wobei Diesel ist ja ein schwieriges Thema, ne? Ja, gut, der Witz war... Müsst ihr entscheiden. Weiter geht's. Aber ich erwarte nur Flachwitze. Puff, puff. Was läutet auf der Beerdigung von Knochentrocken? Die Knochenglocken. Das war jetzt der allerschlechteste bisher. Puff. Die Clownkutsche hat so einen großen Mund. Ich wette, das wäre auch eine gute Clown-Knutsche. Versucht er gerade, sich permanent zu unterbieten, oder? Damn. Also die Anfangswitze hatten ja zumindest noch irgendwo Minimalqualität-Ansätze. Puff! Scheiße, den habe ich aus Versehen weggedroppt. Fuck. Irgendwas mit Cooper und Vater. Belastend. Ich blende den gleich nochmal ein. So, und jetzt weiter geht's. Wuff. Wird durch die Inflation die 10er-Münze irgendwann nur noch 9 Münzen wert sein? Ja, okay. Und den fühle ich bisschen. Auch wenn es jetzt kein richtiger Witz in dem Sinne war, sondern einfach, ja. Also kein erzählter Witz, ihr wisst schon. Weiter. Letztens habe ich meine Witze im Spukhaus um die Ecke erzählt, aber es ist nicht so gut gelaufen. Es gab nur Buß, keine Hus. Was? Verstehe ich nicht. Wegen Buhu oder was? Aber trotzdem verstehe ich es nicht. Es gab nur Buß, keine Hus. Was? Erklärung bitte.
Uff. Was ist die stärkste Waffe gegen Bowsers Schloss? Der Schlüssel. Okay, das ist der schlechteste von allen. Sind wir durch? Wow, da bist du ja wieder. Wer kommt am besten am Brenner vorbei? Der Renner. Puff, jetzt fällt mir nichts mehr Lustiges ein. Willst du die alten Witze nochmal hören? Ach, dann muss ich es ja gar nicht einblenden, wenn ich das jetzt hier auswählen kann. Ach nee, der macht das jetzt eine Reihe nach. Oh, nee, du. Nee, du, dann bleiben wir beim Einblenden. Ihr könnt ja sagen, welcher Witz euer Favorit war. Bei mir fast schon Röhrenfernseher oder das mit der 9er Münze. Der Rest war echt lame. So, Leute, und jetzt gucken wir noch ganz schnell in den Baumodus hinein. Ich denke, dem einen ganzen Part zu widmen, ist ein bisschen too much. Aber was wir ja machen können, ist jetzt für Leute, die Super Mario Maker 2 vielleicht noch nicht haben, einfach mal alle Bauelemente von jedem Spielthema einblenden, damit die einen guten Überblick darüber bekommen, was in Mario Maker 2 so möglich ist. Dazu zeige ich euch am besten einfach mal hier in der groben Übersicht die einzelnen Bauelemente in der Menüansicht. Da ist alles ganz gut geordnet, kann man wenig falsch machen. Und es ist ziemlich viel tatsächlich, ja. Gerade im Vergleich mit Mario Maker 1 ist da schon einiges hinzugekommen. Auch viele Dinge, die man jetzt hier in dieser groben Übersicht nicht sieht, aber wer die große Direct gesehen hat, der weiß auf jeden Fall, was einen erwartet. Ja, wurde sich auf jeden Fall auch gewünscht, dass ich das mal zeige, und wie gesagt, ich finde es ganz sinnvoll für diejenigen, die das Spiel noch nicht haben, dass die das einfach mal an der Stelle sehen. Alle anderen können ja vorspulen, denn ich werde hier jetzt zu jedem Thema erstmal alles schön durchlaufen lassen. Jedes Mal von vorne, damit das hier auch einheitlich ist. Und am besten gebe ich euch gleich mal den Tipp mit: baut nicht im TV-Modus. Das ist ziemlich umständlich meiner Meinung nach. Es macht viel, viel mehr Spaß, im mobilen Tablet-Modus Level zu bauen. Ich zum Beispiel habe mein Level auch so gebaut. Ich komme einfach überhaupt nicht mit der TV-Steuerung klar und höre das auch von sehr, sehr vielen anderen. Also man kann es natürlich machen, aber es macht wirklich viel, viel mehr Spaß im mobilen Betrieb. Ihr braucht auch nicht zwingend diesen Super Mario Maker 2 Pen, den es in der Limited Edition gab. Ihr könnt auch einen 3DS Touchpen oder irgendwas anderes hernehmen, was den Screen nicht verkratzt. Damit lässt sich ebenfalls perfekt bauen, und zur Not sind meines Erachtens nach tatsächlich immer auch noch die Finger die bessere Variante, aber den TV-Modus kann ich euch nicht empfehlen. So, und jetzt lassen wir hier alles durchlaufen und dann sprechen wir uns wieder. Bis gleich.
Wichtig zu wissen ist an der Stelle, wie hier auch schon eingeblendet wird, beim Super Mario 3D World Thema wird alles, was man bisher gebaut hat, gelöscht. Denn das wird nicht ohne Grund separat behandelt. Es gibt hier sehr, sehr viele Elemente, die halt nur in Super Mario 3D World funktionieren und deshalb auch nur in 3D World existieren. Und um das fair zu gestalten, hat man gesagt, okay, dafür bleiben die Elemente aus den anderen vier Spielthemen für die in sich geschlossen, exklusiv. Also man wandelt das jetzt nicht für 3D World um, sondern 3D World hat einfach seinen eigenen Stuff. Punkt. Und dazu gehört eben auch das neue Kart und viele weitere Dinge. Lässt sich auf jeden Fall einiges machen. Und wenn man jetzt keinen Schimmer hat, wie man es angehen kann, haben wir hier immer noch Yamamuras Dojo. Steuerung kann man sich erklären lassen und Level-Bautipps gibt's auch noch. Ich glaube, wir gucken mal in beides ganz kurz rein. Ah ja, guck mal. Schöne Musik ist auch noch am Start. Das macht's erträglich. Das ist übrigens ein 3D World Remix. Könnte daran liegen, weil wir gerade im 3D World Bauthema sind. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, hier wird einem halt, ne, zu jedem Spielstil die Steuerung erklärt. Allerdings, und das können wir ja kurz überprüfen, wird hier der Superhammer nicht erwähnt, beziehungsweise wird einem nicht gesagt, ah doch, jetzt schon. Ach lol. Okay, dann schaltet man das wohl irgendwann frei. Aber dass man so die Kisten spawnen lassen kann, das steht nicht direkt in der Anleitung drin. Na gut. Immerhin fügt sich das irgendwann noch hinzu. Ob man das dann nochmal findet, wenn man es benötigt? Ich glaube nicht. Denn wenn überhaupt, schaut man in diese Anleitung nur einmal im Leben rein, oder? Uiuiui, und hier gibt es einige Tipps. Schauen wir uns mal einen Tipp pro Kategorie an. Also erstmal Anfänger. Was suchen wir uns da raus? Was hast du zu Gegnern zu sagen? Elemente. Gegner. Hallo, ich bin Nina. Schön, euch kennenzulernen. Gurr, gurr, süß, gurr. Und mein Name ist Yamamura, lizenzierter Super Mario Maker, Baudozent und Brieftaube im Vorruhestand. Gurr. Oh, wir zeigen euch, wie alles funktioniert. Gurr, gurr, gurr. Nebenbei, mein Lieblingsessen sind Ibamame-Bohnen und frittiertes Hähnchen. Oh ja, komm, lass KFC gehen. Aber ich find's witzig, dass einfach so eine Taube frittiertes Hähnchen feiert. BTF. Nintendo, what's going on? Ja, gut. Kawamura. Skurr! Yamamura. Skurr, beginnen wir also. Purer Cringe, aber ich feier's. Skurr, skurr! Nun werde ich dir etwas über Goombas und Koopas beibringen. Gegner wie Goomba und Koopa verletzen Mario, wenn er mit ihnen zusammenstößt. Gurr, gurr, sehen wir uns einmal einen wilden Goomba in seiner natürlichen Umgebung an. Ein wilder Goomba erscheint. Schnell, die Pokebälle. Wir brauchen die Pokebälle. Kann ich hier steuern? Nee. Ein Goomba ist kein... keine Geistesgröße. Er läuft weiter, wenn er am Ende eines Plateaus angekommen ist und dreht nur um, wenn er gegen eine Wand läuft. Einen Goomba besiegt man, indem man von oben auf ihn stampft. So. Ah, so funktioniert das. Jetzt weiß ich Bescheid.
Gurr, gurr, skurr. Als nächstes der Koopa. Oh, ich krieg richtig Bock auf so einen Cringe-Stream, wo wir uns alle Tipps reinziehen. Das ist übelst witzig. Gurr, gurr, gurr. Ein grüner Koopa bewegt sich anders als ein roter Koopa. Sieh her. Skurr. Ja, aber ist schon gut gemacht. Ist ein witziges Tutorial, I like it. Der grüne Koopa läuft weiter, wenn er das Ende eines Plateaus erreicht hat, während der rote in diesem Fall umdreht. Der rote ist also wahrscheinlich etwas klüger. Uiuiui. Von oben auf einen Koopa oder einen anderen farbigen Koopa zu springen, verwandelt ihn in einen Panzer und stoppt ihn. Gurr. Doch wenn man sie für eine Weile in Ruhe lässt, kommt sie wieder aus ihrem Panzer und laufen sie weiter. Drama, Drama, aber so ist das. Oh, wartet der jetzt ernsthaft ab, bis er wieder... Ja, man will halt alles zeigen, ne? Gurr. Mario kann einen Koopa-Panzer wegtreten, indem er von der Seite gegen ihn läuft. Außerdem sollte man überlegen, welche Art Gelände einem die effektive Nutzung der Panzer erlaubt. Ich frag mich, warum die farbigen Koopa sich so anders bewegen. Ist das angeboren oder lernen sie es? Angeboren, als wären sie doch programmiert, sich so zu verhalten. Und es gibt noch viele Gegnertypen mehr. Haha, als wären sie drauf programmiert, weil das ein Videospiel ist und sie sind programmiert. Gurr! Die Eigenheiten jedes Gegners zu kennen ist wichtig, um sie gut in ein Level zu integrieren. Gurr, gurr! Gegner können für schwierige Stellen in einem Level sorgen, daher sollte man es mit ihnen nicht übertreiben. Außerdem geht jeder Spieler anders mit Gegnern um. Was für den einen leicht ist, ist für den anderen schwer. Nee, du, einmal reicht. Aber war schon ganz witzig. Fortgeschrittene. Schafft Mario das? Komm, wir nehmen das mit dem Clickbait. Was ist damit gemeint? Gurgugusgur. Münzen und Tragezeichenblöcke werden zwar oft eingesetzt, doch sie verdienen unseren unbedingten Respekt. Wie meinen Sie das? Gurgur. Als Faustregel würde ich sagen, platziere sie nicht an Orten, die Mario nicht erreichen kann. Ja, eben. Keine scheiß Blöcke in die Luft packen. Zum Beispiel. Gurr, gurr, lass mich das erklären. Gurr, wenn du dir die 4 Münzen holen wolltest, würdest du in den Abgrund fallen. Gurr, gurr, doch wie wir wissen, werden die meisten Menschen es trotzdem versuchen. Ja, aber auch nur die Dummen, oder? Also ich meine, einfach fallen lassen macht doch keiner. Dieses Mal habe ich die Münzen so hoch gesetzt, dass sie unerreichbar bleiben. Wie hoch man auch springt. Oh, hier sind einige der Fragezeichenblöcke. Doch, sie sind von Bodenelementen umgeben, sodass man sie nicht beschlagnahmen kann. Oder aktivieren kann. Aktivieren. Oh, der Spieler aber denkt vielleicht, dass es doch möglich ist und rätselt den ganzen Tag daran herum. Oh, in diesem Fall bleiben die Blöcke unerreichbar, egal wie hoch man springt. Gut, ich habe genug gesehen. Wer platziert denn auch Münzen und Fragezeichenblöcke da, wo Mario nicht an sie rankommt? Typen, die absolut lost sind. Eine Ausnahme gibt es höchstens, wenn man Mario andere Möglichkeiten gibt, an die Coins und Blöcke zu gelangen, ohne dass er sie direkt erreichen muss. Ich schwöre hiermit feierlich, dass ich den Shit niemals missbrauchen werde. Wann immer ich sie setze, achte ich darauf, dass Mare sie auch erreichen kann. Und das Finale. Profis. Da nehmen wir... Spieler sind unvorhersehbar. Komm.
Geben wir uns das mal. Gut, gut. Also, Nina, wie würdest du diesen Level spielen? Nun, zuerst würde ich von einem Block zum nächsten springen. Gut, Stimmt was nicht, Herr Yamamura? Herr Gurgo, oh, ich dachte nur, dass du vielleicht auch auf die Goombas springen willst, so die ich platziert habe. Du, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um sie so sauber übereinander zu stapeln. Gurgo, ich finde wirklich, dass du lieber auf die Goombas schimpfen solltest. Also ich meine, ich... ist es nicht so, dass der Spieler entscheidet, wie er das Level angeht? Gut. Ja, du hast den Test bestanden. Was passiert hier gerade zur Hölle? Als Biomeister denkt man immer, man wüsste, wie der Spieler den Level spielen wird. Doch das muss nicht stimmen. Ja, allerdings. Ja, ich gehe auch immer davon aus, dass der Spieler mein Level so spielt, wie ich es würde. Doch Spieler werden immer Möglichkeit finden, dich zu überraschen. Hauptsächlich geht es einem Spieler darum, möglichst schnell zum Ziel zu gelangen. Wenn sich ihm die Gelegenheit bietet, Gegner zu vermeiden, dann wird er sie gewöhnlich ergreifen. Die Moral von der Geschichte ist also, keine vorschnellen Schlüsse zu ihm? Ja, so könnte man es ausdrucken. Meine ganzen cleveren Ideen werden von den Spielern einfach ignoriert. Wozu gebe ich mir eigentlich die ganze Mühe? Ich werde das Spiel sofort zurückbringen. Oh, aber da gibt es jetzt keine Umtauschmöglichkeit mehr, weil die Klarsichtfolie ist jetzt schon ab und naja, nimmt keinen Laden mehr zurück. Egal, Hauptsache ich krieg mein Geld dadurch, Lul. So ist das halt mit Menschen, ne? Und mit Vögeln, aber nicht so ganz extrem. Skur, skur, Spielermenschen sind unvorhersehbar, so. Doch, das macht sie auch so wundervoll. Man kann nur regelmäßig ein Testspiel einlegen, anderen Spielern zusehen und für alles offen bleiben. Lell. Na gut, Leute, setzen wir hier einen Schlusspunkt. Vielen Dank fürs Ansehen von Super Mario Maker 2 Offline. Natürlich geht die Party online weiter mit vielen, vielen weiteren Parts. Also stoßt gerne hinzu und feiert mit uns die Level aus aller Welt ab. Man sieht sich. Ciao.